So, da sind wir schon wieder zurück und wie ihr bestimmt im Titel gesehen habt, es geht um die gute alte Kramerei, nämlich, und worum geht's? Um Kupfer. Um Kupfer, das gute alte Kupfer. Ich kann euch kurz auf der Map zeigen. Hier in dem Gebiet haben wir noch jede Menge Kupfer, aber ich wollte euch jetzt einfach mitnehmen, wie ihr am einfachsten eigentlich Kupfer findet. Oder wie es überhaupt aussieht, manche wissen vielleicht überhaupt nichts. Deshalb, wir gehen schnell durchs Portal. Wie ihr das Portal herstellen könnt, könnt ihr in meiner Playlist sehen, eben erst hochgeladen. Also wer sich auch so ein schönes, nettes Ding in die Welt setzen will, gerne das Video anschauen. So, wir gehen einfach mal wild drauf los. Erstmal hier rüber schwimmen. Immer darauf achten, wenn ihr größere Strecken geht, beziehungsweise schwimmt, dass ihr genug Ausdauer habt. Ihr seht, ich habe 108 Leben, aber die Hälfte geht weg, gerade nur fürs Schwimmen. So. Nur, dass ihr denkt, nee, der hat sich das markiert. Wir gehen nämlich jetzt erstmal hier nach links. Und dann zeige ich euch einfach, wie ich hier immer vorgehe. Dun, 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 dun. So, hier kenne ich mich noch gar nicht aus. Ich hoffe auch, ja, hier Ruinen lassen wir jetzt mal außer Betracht. Die erkunde ich dann irgendwann mal selber nochmal. Jetzt soll es hier um Kupfererz geben. Wonach suchen wir? Es sieht steinartig aus, mit Moos bedeckt. Das ist jetzt so die ganz cool. Ah, hier sowas. So, aber wenn wir jetzt hier drauf gucken, wir sehen nichts. Hier. Ach, perfekt. Seht ihr? So einfach findet man Kupfer. So, und dann setzen wir direkt eine Markierung hier hin, dass ich nämlich schon noch weiß, da ist Kupfer. Zack. Einmal das Zeichen nehme ich immer dafür. Dann genau da, wo ich bin, markieren. Zack. Einmal Doppelklick, linke Maustaste. Und dann schreibe ich mir hier einen Kupfer. Enter. Fertig. Und so weiß ich jetzt genau, da ist noch eine Kupferader. Aber wir gucken gerade mal schnell, ob wir noch eine zweite finden. Dann, ich gehe einfach in ein Gebiet, wo ich mich noch überhaupt nicht auskenne. Halt immer auch ein bisschen darauf achten, ob ihr mit der Maus irgendwas angezeigt bekommt. Ich renne jetzt hier auch ziemlich wild gerade wirklich durch. Ihr wisst ja, Pilze immer schön einsammeln. Ihr werdet sie später nämlich beim Kochen gebrauchen ohne Ende. Das Einzige, was man so gefühlt überhaupt nicht braucht, also schon brauche, ist eigentlich Harz. Habe ich so das Gefühl. Man findet halt so viel Harz, wenn man halt so oft angegriffen wird. So, haben wir hier noch eine Kupferader. Na, jetzt sieht es hier gerade ein bisschen mau aus anscheinend. Da sind drei Rehe. Könnte ich mich jetzt wunderbar anschleichen mit meiner Schurkenausrüstung. Da, schon haben wir die nächste Kupferader und der Schlupf direkt daneben ist schon die nächste. Ja, hier sind direkt zwei Kupferadern nebeneinander und ich glaube, hier ist ein Spawnpunkt. So, mehr wollte ich euch aber eigentlich nicht verraten. So findet ihr ganz schnell Kupfervorkommen, auch in Gegenden, wo ihr euch nicht auskennt. Aber ihr müsst natürlich im Dunkel, beziehungsweise jetzt wurde ja der Name auf Deutsch geändert, in den Schwarzwald. Und so einfach findet ihr ihn. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch ein Abo da lassen. Wir würden uns freuen. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß. Ich muss hier jetzt mit dem Typ noch ein bisschen kämpfen. Und haut rein.